Matchwinner Andy Schmidt reckte im Konfettiregen mit einem breiten Grinsen den ersten Pokal der Saison in die Höhe, doch an weitere Titel dachte der überragende Spielmacher der Rhein-Neckar-Löwen noch nicht. Es war nur ein erster Gradmesser, sagte Schmidt nach dem am Ende überzeugenden 33:26, 18:16 Erfolg des Pokalsiegers im Supercup gegen Meister SG Flensburg-Handewitt. Doch auch wenn der 34 Jahre alte Schweizer Nationalspieler, der vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2021 oder 2022 steht, nach der gelungenen Saisonouvertüre in Düsseldorf tief stapelte, ist klar, die Löwen werden bei der Titelvergabe ein gewaltiges Wort mitreden. Starkes Signal an THW Kiel: Nach den Meisterschaften 2016 und 2017 soll es am liebsten wieder nach ganz oben gehen. Natürlich sind wir ein Titelkandidat, stellte Nationalspieler Patrick Grötzky fest. Auch der zurückhaltende Schmidt, der mit 10 Toren und zahlreichen guten Anspielen glänzte, gab zu: Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut Handball gespielt, Service, Spielplan Handball Bundesliga. Dies dürfte auch beim THW Kiel zur Kenntnis genommen worden sein, denn mit ihrem überzeugenden Erfolg haben die Löwen eine starke Botschaft nach Kiel geschickt. Anzeige: Jetzt Trikot der Rhein-Neckar-Löwen kaufen. Hier geht es zum Showpie der 53. Saison, die am Donnerstagabend startet, 19 Uhr im Live-Ticker, deutet alles auf einen Zweikampf zwischen den Löwen und dem Rekordmeister hin. Löwen sehen noch Baustellentrainer Nikolai Jakobsen mahnte trotz des Supercup-Hattricks allerdings vor zu großer Euphorie, auch wenn jetzt jeder sagt, wir sind mit dem THW Kiel die großen Favoriten, wir haben noch viel Arbeit vor uns, sagte der am Saisonende Scheidende-Coach. Besonders in der Defensive gibt es für den sportlichen Leiter Oliver Rogisch noch Luft nach oben, Flensburg mit Problemen, dies gilt noch mehr für Flensburg. Der Titelverteidiger muss 6 Abgänge verkraften und befindet sich im Umbruch. Es ist für uns ein weiter Weg. Einige Mannschaften sind besser besetzt und eingespielter, sagte Ex-Weltmeister Holger Glandorf. Es habe aber auch positive Dinge gegeben, so Glandorf: Wir waren nicht 7 Tore schlechter, als Favorit geht die SG nicht in die Saison. Beim Supercup wurden noch einige Abstimmungsprobleme deutlich. Routinier Glandorf demonstriert aber Gelassenheit. Es stört mich aber überhaupt nicht, wenn andere Mannschaften favorisiert sind, sagte der 35-Jährige. RB-Trainer Mike Machula geht mit der neuen Rolle ebenfalls locker um. Ihn ärgerte allerdings die Höhe der Niederlage ein bisschen. Da er aber auch viele positive Sachen gesehen habe, geht es mit ambitionierten Zielen in die Saison. Diese beginnt für die Flensburger am Samstag in Minden. Die Löwen starten erst am Sonntag gegen Ex-Meister TBV Lemgo in die neue Spielzeit. Punkt. Kiel steigt sogar noch eine Woche später ein. Lesen Sie auch: Superstar Schmidt will bei Löwen bleiben. Hattrick. Löwen holen's.